In Regensburg sind Nikolaus Klingseisen und Manuela Frummet mit Blaulicht und Sirene unterwegs. Die Zentrale meldet, ein junger Mann ist zusammengebrochen. Der Verdacht: Drogen. Weil prinzipiell ist da alles drin, von Alkohol bis Heroin über Crystal Meth oder auch einfach nur das übliche Cannabis. Entsprechend müssen wir halt mit den Symptomen bzw. Begleiterscheinungen dann dealen. Ei, wo kommen denn diese Dinge da her? Naja, vermutlich von einer Baufirma. Tatsache. Ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Sieht ihr mich? Ich geh davon aus. Du bist sowieso verrot. Ja, das will nichts heißen. Zwei Polizeistreifen sind bereits vor Ort. Ich geh mal schon reingucken. Mittlerweile Servus. Ist das Lounge sprechbar. Okay. Jetzt gerade beim Aufwachen nochmal komplett vollgereiht, von oben bis unten. Super. So klein oder drüben. Ja. Wie alt ist er denn? 16. Okay. Gut. Alles gut. Was hast du sonst noch genommen, junger Mann? Außer Wein. Nur Englisch spricht er. Okay. Bei dem Patienten handelt es sich um einen minderjährigen Flüchtling aus der Ukraine. Er ist ohne seine Eltern in Deutschland. What did you take today? Wine. Any drugs? No. Okay. Wohnen zu dem Kinderheim in Hm? Wir müssen halt dann noch Bescheid kriegen. Eine Nummer hat er gesagt. Okay. Keine Taste, komm mal raus. Okay. Habt ihr schon Alkoholtest gemacht oder versucht? Wir haben noch gar nichts gemacht, okay. Aber den könnte man mal machen. Das wäre noch cool, ja. Schauen wir mal, aber. Also ich sehe bei ihm jetzt keine drogenspezifischen Auffälligkeiten. Nee, Pupillen als Mittel. Also da jetzt auch nicht. Hören. Da ist er gehockt und dann offenbar ein wenig eingedrückt. Die anderen Passagiere werden langsam ungeduldig. Wann fährt der Bus dann los? Der Ersatzbus ist unterwegs für den Rest. Okay. Habt ihr ihn quasi aufgeweckt, oder? Was heißt aufgeweckt? Wir haben dann versucht, mal so ein bisschen da herzusetzen. Also okay. Bus ein bisschen raus, dass er ein bisschen Frischluft schnappt. Mhm. Sagen wir mal, heraus geht es ihm jetzt ein bisschen besser, als im Bus nur umgegangen ist. Okay. Kollege, der macht gerade angefangen. Ja. We do an alcohol test now. That's a breathalyzer test. So you have to blow into our breathalyzer. And then we see how much you drink tonight, okay? Take a deep breath, and now blow. Go on. Okay, that's okay, thank you. That is a bit of a deal. Warum wird das auch noch gefilmt? Ja, wobei. Kann er da eigentlich? Mal zwei, oder? Eins, zwei. Mhm. Habt ihr schon Kontakt zu dem Kinderheim gehabt? Nein, überhaupt nicht. Sagen wir mal, Kinderheim können wir theoretisch schon probieren, aber die werden heute auf Nacht mit einer Person besetzt und der kann dann mit die ganze Nacht bewachen. Ich befürchte es fast, ja. Wenn einer Kotze erstickt, das ist. Die Geschichte des jungen Mannes geht den Rettungskräften nahe. Ein ukrainischer Flüchtling ist ohne Eltern hier und eigentlich momentan in einem Kinderheim. Natürlich hat man da Mitleid und macht man sich ja Gedanken drüber. Man weiß ja nicht, was der junge Bursch dann alles miterlebt hat oder miterleben musste, was er alles so gesehen hat. Wir können da nicht reinschauen, aber ich denke, dass der schon einiges mitgemacht hat und man zieht wirklich den Hut vor ihm, dass er so die Reise alleine nach Deutschland gewagt hat, um hier in einem sicheren Land zu leben. Jetzt nehmen wir mal halt mit ins Auto, dann machen wir mal einen Zucker und ein paar Werte durch. Ja. Da der Junge allein in Deutschland ist, liegt die Verantwortung bei Polizei und Sanitätern. Ach, super. Okay. Lay down. Ah, ja, sehr gut. So, if you have to throw up again, you got a bag here, okay? Take it. So, give me your hand, I'm gonna take your blood sugar. How many wine did you drink? One bottle, two bottles. Two. 107! Bis auf den Blutalkoholpegel sind die Werte des Jungen unauffällig. Magst du nur irgendwas, Nico? Eigentlich nicht. Nein, gut, ist gut. Trotzdem wollen die Einsatzkräfte ihn weiterhin beobachten lassen.
So we're gonna take you down to hospital. Just to watch over you for 2 or 3 hours. So the whole alcohol is coming out of the body, okay? Gut, wegen mir. Okay, dann driven wir. Okay. Dankeschön. Bis bald. Gute Nacht. Nacht. Okay. Good night. 10 Minuten dauert die Fahrt ins nächste Krankenhaus. Dann übergeben Manuela Frommet und Nicolas Klingseisen den jungen Mann an die Ärzte der Notaufnahme. Ihre heutige Nachtschicht geht damit zu Ende.